Ein herzliches Willkommen zurück zu meinem Blood Let's Play. Weiter geht's mit Episode 5 M1 namens Cryptic Passage und das Level Boat Docks. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Stand, da müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, habe ich zufällig gerade den richtigen erwischt. Jo. Das sieht doch vorzüglich aus. So. Dann machen wir auf den Laden. Das sind bestimmt ganz eklige Viecher, jo, ich sehe sie schon. Uff. Ich will doch sehen, wie der stirbt. Das muss ich mitkriegen. Damit ich das nachts in meinen Träumen nochmal genießen kann. Ne? So. Ich will das immer live dabei sein. Trophäensammlung für meine Träume. Jo. Komm halt her, du Bastard. Na? Hast verstanden, dass ich das möchte, glaube ich. Nein, treffen will gelernt sein. Du warst der Falsche. Oh mein, oh. Super Aim. Super Aim. So, korrigiert. Ich sollte hier mal ganz dringend abhauen. Verpiss dich. So. Okay, jetzt kommst du mal her. Stand hier nicht ein Fass eben? Bin ich nicht so blind? Ach, da steht ein Fass. So. Vielleicht können wir dich da hinlocken. Dieses dicke Vieh. Na komm. Ja, geil. Ach komm schon, wieso treffe ich ein Fass nicht? Alter, es explodiert halt. Ach, das gibt's doch nicht. Ey, es explodiert doch einfach. Das gibt's doch nicht. Mann, explodier. Ernsthaft. Gott. Das zum Thema explodieren. Das war kein D&D-Fass. Super. Soll ich mir jetzt in den Arsch beißen oder was ist hier los? So. Gut. Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht kannst du ja mal den Zombie treffen. Das ist vielleicht viel cooler. Das sehe ich ja gar nicht ein, dass du mich jetzt getroffen hast. Nein. So ein Arschgesicht, ne? Wir haben ja die Knarre. Dann lass uns einsetzen, was wir haben. Mit der Knarre geht das ja mal ganz gut. Dieser ehrende Zombie, weißt du? Den finde ich schon ein bisschen nervig gerade mal. Kannst du nicht mal auf den Gargoyle hacken? Dann machst du doch eine gute Tat eigentlich. So. Leiden, leiden, leiden. Komm. Na komm schon. War das denn so schwer? So. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, nee, hier wollen wir nicht hin. So. Gut. Arschgesichter hier.
Oh, TNT und Tesla Moon hat zwar noch keine, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Nein, die da. Guck nach oben. So. Den. So, kleiner. Ach, was ist das denn? Och nein, jetzt kommt der. Ist nicht so. Dann muss er dafür bezahlen. So. Gut, jetzt seid ihr dran, Freunde. Freunde der Schmerzen, ne? Ihr habt Schmerzen doch so lieb. Platsch. Ramm ich dir das da voll da rein? Oh, du hast mich auch getroffen, Penner. Tja. Das ist eine Ansage, dass du sterben willst, ne? Manche hätte ich zwar so oder so getötet, aber hey. Das muss er ja nicht wissen, der Kollege, ne? So. Komme ich noch zum Anfang wieder zurück? Das frage ich mich immer noch. Wir sollten vielleicht irgendwo mal auf einen anderen Stand speichern. Ne? Denn ich hätte die Live-Seed schon ganz gerne noch. Hier brauche ich, glaube ich, einen Key. I need a key. Jupp. Bestätigung eingeholt. Dann. Ist nicht irgendwo auch ein Secret bestimmt, ne? Und dann wird es mich ja nicht. Oh. Gott. Da schießt man aus Reflex mit der Shotgun und das ist halt nur ein Zombie, weißt du? So, was hast du denn davon? Kopf ab und in den Körper gepickt, dass er an die Wand klatscht. Ich denke, ich habe alles richtig gemacht. So, da steht jetzt TNT dran. Das würde jetzt auch explodieren. Vielleicht kann man die Fledermäuse hier hinlocken. Und wie wir das können, die arme Fledermaus. Aber da ist noch eine übergeblieben. Na gut, da muss der Kopf jetzt weg. Das kriegen wir auch hin, aber ich glaube, das wird nicht so klappen. Aber wenn wir das so machen... Oh. Hier, ein Köpfchen für dich. Kannst du ein bisschen Fußball spielen? Bist nicht beeindruckt, hast keinen Bock auf Fußball. Willst du mir doch nicht im Ernst erzählen, dass das gegen die Wand geknallt ist? So. Der ist schon mal vorbeschädigt. Oh, nice. I've got two guns. Gut, ich sehe es ja ein, dass ich zu offensiv war. Na. Muss man eigentlich voll Spaß mit den... Nee. Nee, das geht so nicht. Auch wenn es verlockend ist, aber das geht so einfach nicht. Und was soll ich denn... Wie soll ich denn meine Two Guns mal ausnutzen? Das kann ich ja dann gar nicht richtig. Außer meine Munition zu verschwenden. Hier muss es irgendwo eine Tesla geben. Das ist so viel ist mir klar. Liegt bestimmt irgendwo in einem Secret. I've got two guns. Verpiss dich, Zombie. Sie nichts zu melden. Nee. Das gefällt mir so echt nicht. Ich habe gar nicht das richtige Waffengedönse. Die hätte ich jetzt auch noch, ne? Die kann ich aber nicht doppelt tragen. Das macht sogar halbwegs Sinn. Leider. I've got two guns. That should be enough for all of you. Leider ist das nicht genug. Jawohl. Schade. Oh, die grillen sich ein Hai oder was? Das ist ja ein Hai, ne? So. Nein, das reicht nicht für alle. I've got two guns. That should be enough for all of you.
Leck mich am Arsch, ey. I've got two guns. That should be enough for all of you. Leider halt nicht. Gott. So eine Kackecke hier gerade mal. So. Na, nee, das ist... Das ist scheiße, wieso... Ah. Die sind zu weit weg. Das ist das Problem. Das ist jetzt alles der Zombie abgekriegt. Ernsthaft. Das will nicht so, wie ich will. Ich merke es. Jani ist klar. Das ist scheiße. I've got two guns. That should be enough for all of you. So, du weg. Wie überlebt ihr das, Jungs? So. Was jetzt endlich alles mal? Draht erfolgreich hier. Da gibt's bestimmt irgendwo eine Tesla in einem Secret, ey. Ich wette das. So, du bist auch drin, deswegen spare ich das doch mal extra. Was passiert, wenn man dich sprengt? Entsteht nichts, okay. Nein, den her. So. Gut. Bis, wer denn? Bis, was, wie, wo, wer, wie, was? Ach, da oben. Mit dir. So. Hier ist nichts mehr weiter? Nein. Kann da nicht irgendwie rein? Ja, klar. So, speichern. Falsche Ecke. Und also anscheinend in der Richtung. Gut. Nee. Ja, super. Das war so jetzt auch nicht geplant, ehrlich gesagt. Ich wollte das schon. Ach, es knallt immer dagegen, ist doch scheiße. Ich hasse es. Wir kriegen das ja nicht ganz rein. Na also. Doch. Na also. Ah! Sterben. So. Ist nix weiter. Dem hat's gut erwischt. Sehr schön.
Oh Gott, wo ist denn der ganz hingeflogen? Jawoll! Nice. Ach Gott, ich treffe die heute nicht irgendwie. Also muss das Dynamit her. So. Hiss. Ich spiele der letzte Henker heute. So. Na, komm her. So. So, geht doch. Secret New. Ganz schön großes Level bisher. Nee. Ach, der... Gott! Das mit dem Aim meine ich ja wohl nicht in Ernst, ne? Fass, okay. Oh, eine Voodoo-Puppe, nice. Guck mal an, was das ist. Ich habe da was Bedeutendes gefunden, aber als ich darunter gefallen war, ungewollt. Ich weiß nur gerade nicht wo. Was jetzt war. Ja, vielleicht ist hier irgendwo ein Tesla noch drin. Wäre ja auch irgendwo geil. Aber ich vermute mal nicht. Was willst du denn jetzt? Eine scheiß Fledermaus, weißt du? So, aber jetzt gibt's Fledermaus am Spieß. Aber irgendwo Munition, das habe ich genau gesehen. Party. Ich hab doch da... Hier muss das sein. So. War irgendwo Napalm-Munition, das habe ich genau gesehen. Da! Du entkommst mir nicht. Ist doch nicht im Ernst, dass ich dich hier liegen lasse, oder? So, ist nur die Frage, wie komme ich jetzt hier ganz runter? Tja. Die Frage ist, muss ich hier ganz runter? Sieht aber derzeit so aus. Ja, das habe ich nämlich geahnt mir. Wir haben auch keine Jump Boots. Ah, hier hinten rüber vielleicht. Oder was ist das da hinten? Ja, das klappt. Darauf wette ich, dass das klappt. Ich muss es nur treffen.
So. Nur treffen. Daran hapert es jetzt noch so ein bisschen. Jetzt springt er nicht. Na, spring doch. Na also. Was ist das denn jetzt? Ah, ich treff die nicht. Weil die Mausseitentaste nicht optimal ist für das Alternativfeuer. Und das soll noch nicht mal eine Ausrede sein. Das ist tatsächlich ein bisschen scheiße. Aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht, wo ich sie sonst hinlegen könnte. Müsste ich aber eigentlich tatsächlich mal umbelegen. So, jetzt muss ich da nochmal rein. Ich denke mich, dass hier... Wieso sind da auf einmal wieder welche? Nein, so nicht. Geht das Drama hier schon wieder los? Welches Zeug da rein? Ah, das muss dahin. Gut. Das gleiche Problem wie von vorhin. Ja, perfekt. Sieht gut aus. Kann man sich angucken. Wie? Da. Ich fass es nicht. Muss die Taste echt mal woanders hin belegen. Scheiße, so die Shotgun zu steuern, ehrlich. Darum treffe ich die auch nicht. Und das soll nicht wirklich nicht als Ausrede gelten, das ist tatsächlich so. Das muss ich irgendwie wirklich mal anders belegt kriegen. Ich weiß auch noch nicht wie. So. Hält mir so nicht. Nein. Ich glaube, ich muss da nochmal Dynamit reinschmeißen. Das nützt alles nix. Der will ja sonst nicht. So. Nun hat er verstanden, was ich von ihm möchte, hoffe ich. Jetzt muss es nur noch dieser hässliche Zombie verstehen. Ach, meine Aufnahmezeit schon wieder. So. Was habe ich getan? Was willst du denn? Ha? Da ist schon wieder ein... Nee, ist nicht. Der Schalt ist also nur dafür da, um die Tür abzuschließen. Super. So einen Schalter braucht man natürlich. So, Munitionssparend agieren. Was geht bei euch? Das müsst auch hier einsehen. So. Ja, da ist ja noch einer. Schön, dass sie so geile Geräusche macht. Dass sie gleich dem Feind Bescheid sagt, dass ihr da seid. Das ist sehr gut. Na. So hat das im Krieg auch mal sein sollen. Schrei groß und laut. Hi, hier bin ich. Und dann greifst du erst an. Na. So führt man Krieg. Kennt man ja. So. Gut, also der Turm wird hier echt anscheinend erneut gestürmt. Man kann aber einfach aus dem Turm rausspringen, interessant. Aber dann töte ich ja nicht alles und das ist nicht gut, also das muss... Aber die Gesichter von euch sind bestimmt toll, wenn ihr merkt, dass ich von unten wieder hochkomme. Damit rechnet ihr nämlich nicht. Mua. Ne, CPU, damit rechnest du nicht, dass ich von unten komme. So.
Meine CPU kann nämlich denken, wusstet ihr das noch nicht? So. Das geht aber nur bei Intel-CPUs, bei AMD geht das nicht. Oh mein Gott. Trottel. So, gut. Lebt ja noch einer. Ich hab dir nicht erlaubt zu leben. Kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das erlaubt hatte. So. Hier ist nichts mehr weiter, nö. War tatsächlich noch mal eine Möglichkeit, sich Feinde abzustauben. Naja, warum auch nicht? Braucht man ja auch mal ab und zu. So. Mit dem Mond-Key und ich glaube, der ist dann eine Sache fürs nächste Mal. Wie komme ich jetzt aus diesem scheiß Saftladen wieder hier raus? Achso. Achso, okay. Sehr gut. Dann wollen wir mal hier hin. Zack, zack, zack. Ach, was ist das denn? Ich wollte auch den Part jetzt beenden und jetzt ist hier schon wieder was. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Nein. Ich merke schon. So. Was ist der andere jetzt? Ach, komm her. Ah, ist das hier eine Kacke. So. Komm jetzt her und stirb, so wie es gehört. Sei ein echter Gargoyle und stirb. Na also. Chirk wird stolz auf dich sein, dass du dich von einer Mistforke abstechen lassen hast. Glaub's mir, das findet er super. So. Okay. Da kommt ja schon wieder so ein hässliches Mistforke. Ich brauche meine Mistforke. Den. Shotgun treffe ich sowieso nix. Das haben wir ja schon durch. So. Gesell dich zu deinem Kumpel. Der braucht Gesellschaft. Kannst ihn hier nicht allein verwesen lassen. Das müsst ihr schon gemeinsam tun. So. Habe ich jetzt endlich hier meine Ruhe, damit ich endlich mal zu meinem Key kann. Na, die Box war glaube ich jetzt nicht nötig, ne? Ich gucke mal. Jetzt lebt der Gargoyle noch, pass auf. Vergessen. Nee, ich habe nicht vergessen, das weiß ich diesmal. So. Ah, aber da lebt noch ein scheiß Kultist. Ich habe den sogar getroffen. Bin von mir selbst beeindruckt. Aber er soll von einem Shotgun-Schuss sterben. Hm. So, schönes Köpple. So. Und da war noch, glaube ich, ein Kulti. Ja, noch ein bisschen mehr als ein Kulti. Dann geht der Part halt mal ein bisschen länger heute. Ist mir auch egal jetzt. Ich will jetzt bis zum Mond-Key noch hin. So, der saß. Ach komm schon. Oh, da ist noch ein Fetti, ernsthaft? Ich glaub's einfach nicht. Na gut, den können wir ja auch abstechen, aber das dauert. Das ist...
dauert. Was soll das? Warum trifft er mich? Das sollte so nicht sein. Und der letzte. So, zack. Dann war da noch ein Fetti, wie ich das gesehen hatte. Zack. So. Jo. Ne, das sehe ich jetzt nicht ein. Genau, komm aus deinem Loch raus. Gib Fleisch für mich. Na, du hast Hunger und es gibt Fleisch für mich. Ich kann diese Notsituation verstehen. Ich finde es auch sehr zuvorkommend von dir, dass du mir da bei meinem Hunger behilflich sein willst. Also, das ist wirklich... Ja, das merke ich mir, ne? Wenn ich dich aufgegessen habe, behalte ich dich gut in Erinnerung. So. Das mache ich, versprochen. Diese scheiß Fledermaus, irgendwann beißt die mich wieder. So, jetzt bin ich endlich hier. Und ja, dann kann ich das Video jetzt ja beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal beim Mundschlüssel wieder. Und du verziehst dich von meinem Leib. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.